Mr. Mike. Yo, ich bin Mr. Mike. Heute mit Marvin wieder am Start. Und Marvin zeigt mir heute in 5 Minuten, wie ich mich darauf vorbereite, danken zu können, höher zu springen und mich natürlich nicht dabei zu verletzen. Marvin, vielen Dank. Du nimmst die Kamera und filmst mich dabei, was ich Tolles mache. Alles klar. Allerdings muss ich dazu sagen, der Mike versucht heute mit einem Mini-Basketball zu danken. Mit 39 Jahren, wir legen uns auch nicht fest, ob mit einem Bein oder mit beiden Beinen. Ich will beide Beine. Du probierst beides, ja. Aber einbeinig auch. Okay. Also, mein Tipp wäre, Mike ist jetzt schon einigermaßen warm, ja, allerdings... Ich muss mich noch. Ja, aber du bist schon einigermaßen warm vom Werfen. Ja, das schon. Das schon, aber Sprungkraft hat er noch nicht gemacht. Genau. So, also Mike, zuallererst einmal, da du ja schon etwas warm bist, fangen wir gleich an mit ein paar Kniebeugen. Mhm. Du gehst langsam in die Kniebeuge und dann explosiv nach oben. Wie weit runter? Passt schon und wieder hoch. Genau. So. Und das machst du jetzt circa 5 Mal. Nimm die Arme ruhig mit. Die Arme sind ganz entscheidend bei einem Dunking, deswegen die Arme kraftvoll nach oben schwingen. Genau. Okay, dann kannst du schon mal dein Sprunggelenk mobilisieren. Bedeutet, du gehst auf deine Zehenspitzen und kreist deinen Knöchel. Beidbeinig. Was ist beidbeinig? Ja, erst den linken, dann den rechten. Genau. So, gut. Dann machst du jetzt noch deine Ausfallschrittsprünge. Bedeutet, Ausfallschritt gehen und dann in den nächsten Ausfallschritt springen. Was ist der? Und Jump in den nächsten Ausfallschritt. So, genau, aber halt gleich, okay. Genau. Okay. Nur nach oben, nicht nach vorne. Nee, nur nach oben. Und mit den Armen arbeiten. Du darfst die Arme nicht vergessen, die sind entscheidend. Explosiver, komm. Ja, warte mal, ich bin hier. Ja, du bist doch schon einigermaßen warm. Ja, aber meine Beine sind noch nicht isoliert. Das merke ich, die sind schlapp und alt und... Explosiv ist nichts, ich komme gar nicht hoch, Mann. Okay, jetzt machen wir noch ein, zwei Stand-Weitsprünge. Also, du stellst dich schulterbreit hin und versuchst einfach jetzt aus dem Stand so weit zu springen, wie du kannst. Von beiden Beinen vorne. Genau, achte aber auf eine sichere Landung. So weit, wie es geht, nach vorne. Genau, okay. War das weit? Das war nicht weit. Du gehst nochmal zurück, gehen wir nochmal zurück zur Linie. Und jetzt versuchen wir wirklich richtig tief runtergehen. Ja, okay. Und nach vorne springen, explosiv. Ah, der war schon besser. Okay. Was bei Mike gerade auffällig war, die Landung war nicht gerade sicher. Man sollte echt darauf achten, dass man wirklich schön abfedert. Versuch's nochmal, ja. Besser, genau, stabil. Weil du brauchst natürlich auch stabile Gelenke, stabiles Kniegelenk, stabiles Sprunggelenk und so weiter. Okay. Gut, jetzt gehen wir unter den Korb. Du machst jetzt sogenannte, ich denke, die heißen Pendelsprünge. Du versuchst einfach jetzt halt 5 Mal aus dem Stand. Richtig aus dem Stand. Na, geh wirklich unter das Brett und versuche jetzt 5 Mal aus dem Stand das Brett zu berühren nach dem Jump. Ja, sowas, was du halt kannst. Genau. Und gleich weiter. Nicht abstoppen. Sofort springen. Kein Zwischensprung. Sofort. Und sofort. Und schneller. Komm. Und einmal noch. Okay. Passt. Das trainiere ich halt null, gell? Gut. Jetzt machst du noch zu guter Letzt einen sogenannten Hopserlauf. Den kennst du denn? Ne. Achso. Genau. Einfach mal von einer Seite zur anderen, einen Hopserlauf, aber du versuchst so hoch zu springen, wie es geht. Und den Arm richtig mitnehmen, genau. Und höher, komm, höher. Okay, alles klar. Jetzt geben wir dem Mike 1 Minute Rest und er versucht jetzt mal, erst einmal mit einem Bein abzuspringen und den Ring zu berühren. So hoch, wie er kann. 39 Jahre alt, darf man nicht vergessen, aber keine Ausreden. Musst du nicht immer wählen. Okay. Also der Mike versucht jetzt mal den Ring zu berühren. Warst du oben? Ja, er war oben, oder? Okay. So, versuch das Ganze nochmal, aber dieses Mal die Arme richtig schön mitnehmen. Du musst richtig Schwung nehmen mit den Armen und du wirst sehen, du kommst dann nochmal 5 cm mindestens höher. Was ich dazu sagen möchte, ist, ich habe eine Bandscheibe, gell? Beim Springen habe ich die immer schnell gemerkt, aber ich bin zurzeit echt so trainiert, dass ich sie nicht spüre. Das ist für mich persönlich Erfolgserlebnis schlechthin. So, okay, nochmal. Ganz kurz zum Erwähnen, weil der Mike gerade die Bandscheibe angesprochen hat. Natürlich bei solchen Verletzungen oder Vorerkrankungen nicht zu viel. Deshalb habe ich das auch nie trainiert. So genau, nicht zu viel machen. Die Bandscheibe gegangen. Wenn du dich gut fühlst, kannst du mal ein paar Sprünge nehmen, aber schon, auf keinen Fall so intensiv, wie ich es zum Beispiel mache. Okay, also Mike.
Oder? Let's go. Ja, einen Sprung machst du noch. So hoch wie es geht. Nimm die Arme ordentlich mit und. Ich weiß ja gar nicht, wie ich die mit einem Bein. Ja, einfach wirklich volle Kanne mitschwingen und den letzten Schritt. Besser. Der war besser, sei ehrlich. Okay. Jetzt versuchen wir mal das Ganze beidbeinig. Mike Sprungbein ist das linke, somit passt genau seine Sprungtechnik auf meine. Und er versucht einfach mal, aber positioniere dich rechts. Denn dein linkes Bein ist ja vorne. Bedeutet. Ich würde auch so, vom Gefühl her würde ich immer attackieren, immer auf den Ball, den Kopf von der Seite, weil ich. Nee, geh mal dahin. Du springst ja so wie ich. Rechts, links. Okay. Ich glaub, das Ding aber falsch. Na, stell ich gerade zum Korb. Gerade. Genau, gleich gerade. Und jetzt versuch wirklich. Rechts, links, rechts, links. Lass mich einfach mal machen und dann schauen, was ich falsch mache. Okay, ja, passt. Warte. Ich mach's jetzt einfach bloß. Ich finde mein Gefühl. Ja. Okay. Jo. Total falsch. Mach ich. Warte, ich halte einfach mal die Kamera jetzt hin und schau mal wirklich nicht durch die Kamera. Ja, aber so vom Prinzip her schaut es schon ganz gut aus. Von die Beine her, vom Ablauf. Hä? Der Ablauf ist gut. Du kannst, der Rücken sollte noch, also richtig den Bauch anspannen und auch den Rücken gerade lassen und wirklich die Arme richtig nach oben mitschwingen. Warst du oben? Na, nicht oben. Fühlt sich nicht richtig an. Ich keine Power, ich fühle nichts. Warte, ich schau noch mal hin. Ich fühle mich wie ein nasser Sack. Doch, aber das war vom Ablauf her schon recht gut. Das ist ja schön. Vom Ablauf, von der Technik recht gut. Bei Mike. Wo fehlt's? Kraft. Bei Mike liegt es wirklich nicht mehr an der Technik. Klar, die kann man immer auch verfeinern, aber Mike liegt es jetzt wirklich an der Beinmuskulatur. Die müsst ihr halt einfach auch mal gezielter trainieren. Und das kann man auch ganz easy ohne Gewichte mal am Anfang machen. Und natürlich Plyometrics, Sprünge. Ich habe aber Sprungs aufs letzte Mal, weiß ich nicht, vor 3 Jahren, vor 2 Jahren. Ja, da brauchst du dich aber nicht wundern. So, ja klar, wundern. Eben, also das. Wenn ich jetzt bis hier hingekommen hätte, ich wirklich gehört. Aber ich glaube, wenn du jetzt machst du mal kurz eine halbe Minute Rest und versuchst deinen Anlauf, wie gerade eben, genauso zu machen, nur. Jetzt lass mich aber einmal vom Gefühl her von der. Okay, Seite. Ja, passt, okay. So würde ich nämlich attackieren. Aber versuch den Anlauf etwas exklusiver zu machen, etwas schneller. Das versuche ich eh, aber ich habe halt keinen. Ich merke, ich bin an dem Punkt und dann kommt nichts. Das ist voll beschissen. Ja, versuch's. Richtig die Arme mitnehmen, bis zum Ring. Das schaffst du. Kann ich komplett nach oben? Ja, weißt du warum? Warum? Ja, weil du links-rechts jumpst. Du springst dich wie ich, rechts-links, so das wie man es. Ich habe ja gemeint, deshalb würde ich von der Seite nicht. Ja, aber dann ist dein Sprungbein aber eigentlich. Das rechte meinst du? Also, sagen wir mal so, es ist ziemlich komisch, dass du beim einbeinigen Dunking würdest du mit links abspringen, oder? Ja. Ja, dann solltest du aber eigentlich auch rechts-links die Abfolge haben. Aber gut, okay. Dann machst du mal links-rechts, ja? Das springt von der Seite ganz anders ab. Okay, der Mike, ja gut. Alles klar, dann ist der Mike auf jeden Fall ein komischer Typ, weil er links-rechts abspringt beim Beidbeinigen. Aber gut, das gibt's auch. Das ist zwar selten, aber es gibt's. Und ich meine, wenn ihm das besser taugt vom Feeling, dann soll er das machen. Ich hätte jetzt nicht mehr gedacht, dass ich den Ring berühre. Jetzt pass auf, Mike, jetzt nimmst du aber mal einen Ball in die Hand. Und jetzt, den kannst du super gut greifen. Jetzt versuchst du es wirklich mal mit Ball. Direkt. Kannst du auch von der Seite machen. War gar nicht so übel. Ja, okay. Also ich sag mal so, wir werden es zwar nicht ganz in 5 Minuten schaffen, aber der Mike ist knapp dran mit 39. Ich glaube, wenn ich ein bisschen trainiere mit dem, würde ich schon lang schaffen, so glaube ich. Ne? Das ist klar, auf jeden Fall. Also da, ganz ehrlich, das sage ich nicht nur fürs Video, sondern das sage ich wirklich, weil es echt danach aussieht. Also der Mike nochmal, noch ein Versuch. Schneller. Ja, es sieht gut aus, sieht wirklich gut aus. Nur. Komm mal bloß bis hier höchstens hin, gell? Ja, aber das liegt auch wirklich daran, dass du nicht oft was für die Sprungkraft machst. Null, ich nichts, ich mache überhaupt nichts. Das ist natürlich das A und das O, gell? Sag ich nochmal von hier. Oder vor allem der Dropstep. Das ist ja auch, das finde ich eigentlich die geilste Art zu danken, wenn du so gleich hochgehen kannst. Ja, vergiss es, weiter geht's heute nicht. Das nächste Mal vielleicht. Aber muss man wirklich sagen, Props an den Mike, das war wirklich gut. Also muss man echt sagen, Bandscheibe und 39, klar ist er fit, keine Frage, aber er ist auch nicht der Größte. Das ist schon eine gute Leistung, also darauf kann man aufbauen. Oder, was sagst du? Ja, aufbauen kann man, ja.
Ich habe jetzt auch nicht gedacht, ey, Bandscheibe, wow, ich spüre echt nichts. Da hören wir lieber jetzt auf und nächstes Mal lieber weiter. Voll gut, ja, probieren wir nochmal. Perfekt, alles klar. Danke, Marvin, danke fürs Zuschauen. Marvin auschecken, ganze Kanäle, wenn ihr was erklärt haben wollt, Sprungkraft. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. 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 Mr. Mike.